Lieblingsgericht mit Alfons Schubeck wird präsentiert von Möbel Höffner. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu unserer Kochsendung Ihr Lieblingsgericht. Und heute koche ich mit Thomas Pegni. Er ist der Besitzer, er ist der Chef, er ist der Intendant von der Komödie im Bayerischen Hof. Das freut mich sehr, Thomas, dass ich mit dir kochen darf. So schaut's aus. Freude ist ganz meinerseits, Alfons. Und wir schauen jetzt einmal ganz ein bisschen, wie es im Theater ausschaut. Unsere nächste große Premiere ist am 4. November mit einem tollen Stück, das in Wien schon die Uraufführung hatte. Wir haben die deutschsprachige, also die deutsche Uraufführung. Und das wird Günther Maria Halmer wird bei uns spielen, die Janina Hartwig und ein Vier-Personen-Stück. Und wir hoffen halt einfach, dass das Publikum zu uns kommt und dass sie sehen wollen. Und ich bitte Sie auch, kommen Sie und genießen Sie diese Tage und diese Abende, die bei uns sein werden. Ja, und jetzt ist es natürlich so, dass ich mich unglaublich freue auf ein Kochen mit Alfons Schubeck. Da bin ich natürlich unglaublich aufgeregt und sehr nervös, weil Kochen ist ja nicht meine Disziplin. Thomas, was kochen wir heute? Ja, heute kochen wir etwas, was ich durch Zufall entdeckt habe in der Toskana vor vielen Jahren, herumgeirrt, gefahren, noch ein Weingut aufgesucht, hoffend noch eine Kleinigkeit zu bekommen. Und da war eine Auflaufpfanne mit einem Gratin. Ich wusste gar nicht, dass es typisch italienisch sein könnte, aber es war dort, es war ein Fenchel-Lachs-Gratin. Und das hat mir sehr geschmeckt und das, an das denke ich immer wieder. Und das versuche ich heute mit deiner Hilfe herzustellen. Sagen wir mal so, es wird ihm 100% gelingen, weil es sind einfach Zutaten, die sich mögen. Der Fenchel mag den Lachs und ein bisschen werden wir es überbacken. Gell? Ein bisschen Weindal kommt auch noch rein. Ein bisschen, ja. Aber jetzt hat mich als allererstes interessieren, wie bist du zu diesem, nicht Job, oder zu dieser Leidenschaft gekommen, Theater? Jetzt, wenn du, sagen wir mal, die Schule gemacht hast, wie ist denn dann weitergegangen bei dir? Schule, in München die Schule gemacht. Ich bin eigentlich Österreicher, aber meine Eltern haben immer in Deutschland gelebt. Mein Vater war Schauspieler und Kammerspielen am Burgtheater. Hier die Schule gemacht, nach der Schule Holzfachschule für Schreiner und Holzbildhauer in Garmisch. Ja. Mein Vater hat immer gesagt, alle Habsburger Kinder, nicht, dass ich ein Habsburger Kind war oder bin, mussten ein Handwerk erlernen und ich fand das gut. Ich mag Handwerk, ich bin also gelernter Tischler. Danach die Akademie der Bildenden Künste in München beim Siegestor. Dann wurde ich Bühnen- und Kostümbildner und das war wirklich, ich habe, glaube ich, über 400 Ausstattungen gemacht. Don Giovanni weltweit, glaube ich, fünfmal die Oper. Und dann kam noch vor 25 Jahren dazu eine Berufung an eine staatliche Hochschule auf eine Professur für Modedesign und experimentelles Gestalten. Und das erwähne ich deswegen. Erstens war es wichtig für mich, diese Erfahrung noch zu machen im Leben, also vor Hochschulöffentlich einen Vortrag zu halten, was ja erstmal nicht einfach ist. Dir fällt die Sprache leicht. Ich musste mich da heranarbeiten. Und das war einfach 20 Jahre wichtig, diesen Fuß auch noch zu haben, dieses Standbein neben Bühnenbildern, also in der ganzen Welt klingt hochtrabend, also in Europa und einmal auch in Amerika. Und dann kam eben vor knapp fünf Jahren der überraschende Tod von der Margit Boenisch. Und die hat zu mir gesagt, Thomas, wenn es mich mal nicht mehr gibt, dann machst du die Komödie. Und jetzt bin ich also auch noch Chef der Komödie und Intendant der Komödie geworden. Das drittgrößte Sprechtheater Münchens, Alfons. Das ist doch super, oder? Also wer kennt jetzt die Komödie im Bayerischen Hof nicht? Die kennt eigentlich jeder. Weil es laufen immer tolle Stücke. Ich bin gut befreundet mit Peter Weck, gell? Und der Peter, der hat ja neulich auch bei dir gespielt. Ja. Ziemlich lang. Und wenn man mal denkt, der Mann ist jetzt 90 Jahre, dass der noch da oben steht und sich die Texte so merken kann, da muss man schon sagen, ein Riesenkompliment. Ja, ja, das muss man wirklich sagen. Und der Peter Weck, wie du richtig sagst, war vor einem Jahr da mit Friedrich von Thun, Sonny Boys. Und das war ein Riesenerfolg von uns, für uns. Und die Leute standen in der Passage mit Schildern, gibt es noch eine Karte? Also ist das war, ja, und davon zehren wir heute, Alfons. Wäre das nicht auch finanziell ein Erfolg geworden, hätte ich schon zusperren müssen. Weil davon unterhalten wir das Theater. Alfons, wir sind so groß wie die Münchner Kammerspiele. Wir annähernd die gleiche Größe. Wir haben über 400 Vorstellungen im Jahr. Wir haben über, Wahnsinn. Über 400, das muss man vorstellen. Bei einem Jahr, das weniger Tage hat als 400. Und die Kammerspiele kriegen in einem Jahr 36 Millionen Zuschüsse. 36 Millionen, das heißt, leichte Rechnung, pro Tag
ich sage es wirklich auch in diese Richtung, pro Tag 100.000 Euro. Wir kriegen nichts, 0,0 nichts. Der Siebler, der Minister für Wissenschaft und Kunst, sagte, ja, jedes Theater, das förderungswürdig war, das klingt jetzt hart, nicht, dass er als für unwürdig empfindet, würdig, die werden unterstützt. Aber wir werden fast nicht unterstützt. Wir haben ein bisschen was bekommen, aber wir spielen momentan überhaupt nicht ansatzweise kostendeckend, Alfons. Erstens haben wir jetzt eine ganz schwere Zeit für uns auch, das muss ich auch mal sagen. Und die Branche der Künstler, die hat es natürlich voll erwischt. Voll. Ja, egal, ob die Sänger sind oder Schauspieler sind. Das ist Wahnsinn, was jetzt zurzeit abläuft. Und es geht so ein bisschen was kaputt. Es geht so dieses Wohlfühlen. Jetzt gehen wir fort, jetzt gehen wir zum Essen, jetzt gehen wir ins Theater. Kino ist ja nichts. Ja, das muss man mir vorstellen. Da kommt wie mit dem Säbel, zack, wird es abgeschnitten und dann soll es so tun, wie wenn nichts gewesen wäre. Ja, also so einfach ist das nicht, dass man es das im Kopf alles so auf die Reihe bringt, dass man nicht einmal ausflippt und so weiter. Ja, und deswegen sage ich immer, Leute, reißt euch richtig zusammen, ernährt euch gesund. Wir sind jetzt beim Kochen, jetzt werden wir sagen, wir über denselben Schmarrn. Aber das ist ganz wichtig, dass sie ihr persönliches Immunsystem nach oben fahren. Es geht verhältnismäßig schnell, wenn man sich ausgewogen und gesund ernährt. Und das Gericht, das wir heute machen, das schlägt genau in diese Richtung. Wir haben einen Lachs, der hat sehr viel Omega-3-Fettsäure, das wichtig ist fürs Blut, für alle Entzündungen, fürs Herz und so weiter. Dann haben wir einen Fenchel, der sowieso unfassbar gesund ist, gell? Muss man sagen. Ich denke schon. Die meisten mögen den nicht, aber der ist richtig gut. Das ist ein wunderschönes Gemüse, ein elegantes Gemüse. Und dann werden wir es überbacken mit ein bisschen, was haben wir da, Creme Fraiche oder Creme Double, Mascarpone haben wir, weil es Italien ist. Mit Parmesan. Genau, ein bisschen Parmesan, damit das bindet. Also ein Gericht, das Sie locker leicht nochmal können. Jetzt sage ich mal, das wunderbar ist, das gesund ist und das noch natürlich auch gut schmeckt. Aber jetzt müssen wir bei dir weiter tun. Nicht? Also, was hat denn dich an deinem Beruf oder wo hast du gemerkt, Herrschaft, nochmal, das interessiert mich, das ist sagen wir mal, das ist mein Talent. Da freue ich mich, wenn ich das machen darf. Das ist ja oft so, dass viele Menschen Berufe lernen müssen und sie haben gar kein Interesse, aber der Vater sagt, du musst das machen, was glaubst du, wer meinen Betrieb weiterführt? Und letztendlich leidet der Betrieb darunter, weil der gar kein das Talent auch nicht hat. Ich kann mir das ja, Alfons, wenn du das fragst, gar nicht vorstellen, dass man ein Leben leben möchte und eine Arbeit ausführt, die man nicht gern tut. Das war bei mir nie der Fall. Also diese vielen Jahre, wo ich auch Ausstattungsleiter war und Bühnen- und Kostümbildner, das ist ja ein toller Beruf. Und die meisten der Arbeitszeit habe ich am Samstag, Sonntag verbracht, weil da hat mich niemand gestört, da hat niemand irgendwas von mir gewollt, kein Regisseur wollte irgendetwas, sondern da bin ich im Theater gesessen oder im Atelier und habe also gezeichnet und gebaut und gemacht. Und aber war das schon immer dein Talent? Ob ich talentiert bin, weiß ich ja gar nicht. Auf diese Schreiner- und Tischlerlehre. Ja. Hat dir das Spaß gemacht? Konntest du das? Weil das ist ja auch eine Kunst, gell? Das ist ja nicht nur umeinander hobeln. Das hat mir wahnsinnig Spaß gemacht. Heute noch würde ich gern noch zusätzlich Bootsbauer werden oder Instrumentbauer. Das Holz ist ein tolles Element und ein tolles Material. Und dann halt damit zu gestalten, also Räume, Bühnenbilder, also auch Filmarchitektur zu machen und die Kostüme zu entwerfen, das war so als Gesamtkunstwerk war mir das sehr wichtig und ich habe es gerne getan. Und dass jetzt auf einmal Intendant bist und noch, sagen wir mal, der Chef der Komödie im Bayerischen Hof, hättest du das jemals gedacht? Das hätte ich nie gedacht. Und es kam ja ganz plötzlich und unerwartet und dann empfinde ich sowas als eine absolute Herausforderung und dann möchte ich es auch gut und richtig machen und mir wird immer wieder bestätigt, also wir hatten die letzten 4 Jahre, waren die besten Jahre der Komödie bis jetzt, bis halt einfach dieses Coronavirus uns gerade dabei ist, das uns wirklich kaputt zu machen. Ja, das stimmt. Alfons, du glaubst nicht, es ist wirklich ich fühle mich so wie das Theater, das Orchester auf der Titanic, das noch spielt, bis der Untergang naht, aber so weit lasse ich es nicht kommen. Nein, also diese Welle im doppelten Sinn, die Welle, Corona-Welle, also, aber auch als Untergangswelle, wird nicht uns runterziehen. Der gute Gedanke heilt, der schlechte entzündet. Und jetzt machen wir eine kleine Pause. Ihr Lieblingsgericht mit Alfons Schubeck wird präsentiert von Möbel Höffner. Wir haben natürlich in der Pause nicht geschlafen, sondern wir haben den Fenchel ein bisschen in kleine Würfel geschnitten, haben den in der Gemüsebrühe leicht gegart, also mehr gedämpft wie gekocht, damit die Vitamine noch richtig erhalten bleiben. Und jetzt würde ich sagen, jetzt hat sich der Fenchel nicht nur, also wir natürlich auch, aber der Fenchel in erster Linie mal ein Schlückerl Wein verdient.
Und wir haben ja da einen ganz speziellen Korkenzieher. Ich sage, das ist ja einmalig, den muss jetzt herzeigen, Thomas. Das sind die Korkenzieher, die noch heute funktionieren. Heute gibt es oft so eine Graffe, da kostet ein Haufen Geld und bringt gar nichts. Und das ist ja witzig, gell? Wie wenn du jetzt so reinbohrst und wie bringst du jetzt einen Korken raus? Früher hat man es ja so gemacht. Und da gehst du her und schraubst auf und dann kommt wunderbar der Korken raus. Bitte sehr. Ja, also auf dieser Italienfahrt, wie ich dieses Gericht kennengelernt habe, ich glaube, es war auf dieser Italienfahrt, weil einmal im Jahr muss Italien ja sein, du wirst es auch lieben, Toskana, habe ich bei einem Trödler, bei so einem Dandler, wie man in Österreich und auch in Bayern sagt, das Teil gefunden, das hat, glaube ich, 2 Euro gekostet und es bewährt sich, es ist wunderbar. Also, ich werde es kurz einmal vorführen. Man setzt es an. Bohrt hinein, das kennen wir ja alle, gell? Ja. Alfons, wie das geht. Nein, dann, bohren sind wir keine schlechten. Und dann kommt das Problem, ja, wie kriegt man es raus? Und hier ganz einfach so spielend leicht. Schau dir mal das an. Klasse. Fertig. So, jetzt gibst du die Schlückerl rein. Jetzt gehen wir da noch ein Schlückerl rein. Nicht zu viel, weil das brauchen wir nachher auch. Und vielleicht für Sie zu Hause, wenn Sie das schon mit Wein garen würden, dann wird das Gemüse nicht weich, denn der Alkohol verhindert, dass das wunderbar weich wird. Deswegen gibt man den Alkohol zum Schluss dazu. Man kann ihn jetzt separat reduzieren, damit Sie die Essenz haben. Aber in dem Fall kriegt jetzt der Fenchel eine richtige Ab und hat ein schönes Schlückerl Wein gekriegt. Gell? Das ist hochinteressant. Das hätte ich nicht gewusst, dass das einfach ein Schaden für die Qualität des Fenchels ist. Also bei Linsen heißt es ja, man soll einen Essig nicht tun. Die Linse braucht keinen Essig. Man hat es früher reingegeben, damit sie nicht sauer wird, damit sie konserviert ist. Und wenn du jetzt Linsen mit einem Essig kochst, dann werden die nie weich, auf einmal macht es Patsch und dann ist er Brei, weil dann hat es einfach zerrissen. Und wenn du nachher in das Gericht oder wie beim Sauerbraten ein bisschen ein Essig oder so, ein Balsamico, dann schmeckt es wunderbar. Ich bin überzeugt davon, dass die Zuschauer viel Neues wieder erfahren. Ja, heute schauen wir mal. Also für mich ist es vieles ist neu. Wir haben auch in der Pause uns auch den Quinoa gekocht, gedämpft, gell? Den haben wir da hinten. Und jetzt können Sie den Quinoa separat servieren, wenn Sie das wollen, und das nur als Gemüse mit dem Lachs machen und oben eben diese Mascarpone und damit die bindet, der mal ein bisschen am Parmesan rein. Oder Sie können da unten auch schon, dann Sie wissen ja selber, dass es manchmal aussaftelt, gell? Und das ist ja bei den orientalischen Salaten so, dass sie immer mit Couscous oder mit Bulgur arbeiten. Weil Flüssigkeit ist da, sagen wir mal, das Wichtigste überhaupt. Mhm. Und dann saugt der Bulgur oder der Couscous die Flüssigkeit auf, damit man nichts wegschmeißen muss und nichts verliert. Mhm. Jetzt, wenn du mir die Pfanne rübergibst, Thomas, dann tun wir da ein bisschen was unten rein. Mach du das. Ich würde es verteilen. Du verteilst es. Ja, damit ich auch arbeite. Also, da muss ich dazu sagen, so wurde es mir damals in der Toskana nicht serviert, aber ich finde es unglaublich spannend, dass du sagst, das ist eine Bereicherung und die wertet dieses Rezept womöglich noch einmal auf. Wie viel willst du haben? Das finde ich super. Das langt schon. Das langt schon. Das finde ich super. Gut. Und noch eins, wir sind zu zweit. Ach so, das sind sie. Klar. Wunderbar. Weißt du, ich habe gedacht, bevor man einen Reis dazu reicht, einen Basmati oder einen Langkorn oder was, ist es einmal ein bisschen was anderes. Und ich habe neulich einmal das erste Mal diesen Quinoa gegessen mit Gemüse. Du, da brauchst du nichts anderes. Nein. Und vielleicht ein paar kleine Schrimpseln dazu, ist auch herrlich. Ja, genau. Schrimpseln versteht man schon, ja. So, wer das nicht versteht, der braucht die Sinnung gar nicht aufschauen. Jetzt geben wir da ein bisschen Flüssigkeit rein, damit... Ein bisschen Parmesan müssen wir auch noch reingeben. Ja, den muss schon richtig rein tun, damit das nicht wegrinnt oder wegschierst sozusagen, gell? Du noch alles, hat auch ein bisschen einen salzigen Geschmack, also man braucht gar nicht so gut nachsalzen, sondern wenn man was gibt, kann man vielleicht ein bisschen Pfeffer geben. Ich streue jetzt da den Fenchel ein bisschen rein, Thomas. Du, ich bin dir sehr dankbar, dass du mir da hilfst, weil es ist so, es ist ja nicht meine... Ich will ja dein Gericht nicht verschandeln. Es wäre eine Leidenschaft, gut kochen zu können, aber das ist mir nicht so gegeben, wie es dir in die Wiege gelegt wurde. Das ist auch eine Übungssache. Und auch ein bisschen Talent, das stimmt. Ja, und das Kreativität. Ist, absolut, das sage ich immer. Also kochende Männer sind die, das ist der Ausbund an Kreativität. Du würdest sagen, sind die besten Liebhaber. Womöglich auch. Wenn sie sich gesund ernähren, aber nur. Ja, genau. Ansonsten haben sie keine Energie, da haben sie gar nichts. Pass auf, jetzt müssen wir du sagst, dass wir den Lachs gar nicht leicht anbraten sollten. Nein, nein. So wie ein Lachs ist ja was, den kannst du als Tartar, den kannst du roh essen. Wenn du jetzt einen anderen Fisch hättest, würde ich sagen, du ihn anbraten, damit er nicht so aussaftelt. Aber beim Lachs, den kannst du wunderbar so mit reinlegen, der ist ganz klasse. Die Fischhändlerin hat auch mir gesagt, dass der so die Qualität hat, dass man ihn roh essen kann. Das ist dann so, dass man sagt, das ist Sushi-Qualität. So, jetzt nehmen wir das da rein. Ja, klar, das ist Sushi-Qualität. So hier, da noch ein bisschen. Darf man schon ein bisschen bedecken, denke ich. Und da auch noch mal ein bisschen. Ja.
Eigentlich assistierst du mir jetzt sozusagen. Entschuldige, dass ich da ins Handwerk pusche. Nein, ich bin ja glücklich. So wird es eine ganz ungeahnte Qualität kriegen müssen. Wir werden dann noch nur ein bisschen Parmesan draufgeben, damit wir dann noch eine schöne Kruste kriegen. Schau her, da haben wir jetzt praktisch, das kann man ja vollfüllen, wenn man will. Ja. Jetzt müssen wir halt schauen, dass das ein bisschen... Aber so, das gibt es drauf. Das läuft dann schon runter. Ist gut. So. Das ist super. Jetzt einfach schön drauf, überall, gleichmäßig, dass wir gleichmäßig da... verteilen. Ja, genau. Haben wir ein bisschen zu wenig gemacht, kann das sein? Nein, das passt schon. Das passt schon so. Weißt du, und auch wenn es nur so gratiniert wäre, du kannst den Fisch genauso garen jetzt. Du gibst ihn so rein, dann gart er von selber. Der schmeckt wunderbar. Wir sind halt sparsam, gell? Das erhöht halt jetzt wieder den Kalorien. Aber das ist ein bisschen... Also, dick wär's nicht zwischen Weihnachten und Neujahr, sondern zwischen Neujahr und Weihnachten. Das ist doch immer so. Da machen sie ihre krampfhaften Diäten, die überhaupt nichts bringen. Lass jetzt müssen wir noch ein bisschen was drüber reiben. Jawohl, jawohl. Dann hast du noch Liebstöckel mitgebracht. Ja, ich finde das Gewürz, also dieses Kraut, das ist ja kein Gewürz, ich finde das Kraut so unglaublich gut. Das nehmen wir auch ein bisschen drauf. Dann das Fenchelkraut nehmen wir mit. Wenn du ein bisschen Basilikum draufgeben willst, das kann man genauso drauf. Sie können das aber auch schon in die Mascarpone rein tun, aber das, durch das Gratinieren sitzt es sowieso ein bisschen ab. Und dann sieht man dieses wunderschöne Grüne und mit das Weiße und dann das Karamellisierende vom Parmesan. Also, tolles Gericht. So, und da zupfen wir einfach ein bisschen was runter, oder? Ja, genau. Und du bist der Meinung, dass wir es jetzt schon mit dem in das Backrohr geben? Nein, du kannst das nachher auch draufgeben, wenn du das machst. Ich glaube, es ist nachher fast noch intensiver. Ganz genau so. Also, tschüss. Ab die Post. Schauen wir mal, wo ist er denn? Da rein. Weißt du, und die willst du jetzt überlassen? Ja, das essen wir dann auch dran. Oh, dann machen wir uns ein Lachs-Tatar. Die essen wir roh. Schau her, das Schöne ist, dass es nicht so tief ist. Wenn es so tief ist, dann setzt sich mal alles ab. Und deswegen habe ich ja, wenn hier ein bisschen Flüssigkeit noch am Fenchel wäre, dann saugt uns der Quinoa das jetzt auf. Und wenn wir kein Quinoa haben, dann nehmen wir das Couscous oder Bulgur her oder sowas. Du, das ist eine gute Idee, es so flach zu machen, weil dann bleibt es auch ein bisschen knuspriger. Gell? Ja, aber das ist so auch bei einer Crème Brûlée. Wenn eine Crème Brûlée so dick ist, schmeckt die nicht. Man schmeckt nur das Krustige. Wenn es aber nur so ist, dann hast du immer die Kruste und dieses Weiche und die Kruste und das Weiche. Und manchmal kommt es darauf an, wie serviere ich ein Gericht. Mache ich es so oder nur so? Gell? Also. Nein, ich bin froh, dass ich bei dir so viel in dieser kurzen Zeit jetzt lerne. Großartig. Gar nichts. Das kannst du alles drauf. Du weißt es nur noch nicht. Ich weiß, dass du es drauf hast. Jetzt weiß ich es allerdings. Wir lassen es kurz überbacken. Sehen wir uns gleich wieder. Ihr Lieblingsgericht mit Alfons Schubeck wird präsentiert von Möbel Höffner. Was natürlich auch immer ein schönes, wunderbares Kraut ist, man darf noch nicht so viel drauf tun, ist Liebstöckel. Also man sagt auch Maggi-Kraut dazu. Ja. Und ich finde es gut, dass du sowas mitgebracht hast, weil die wenigsten kommen jetzt drauf, dass man da Liebstöckel draufgeben würde, hier. Und dass man da ein bisschen, das finde ich auch toll, dass man vom Fenchel das Kraut runternimmt, nicht wegschmeißt, sondern damit drauf gibt. So, Thomas, jetzt holen wir es raus. Jetzt schauen wir mal, wie das geworden ist. Und ich kann dir sagen, die Rezeptur, das gelingt zu 100%. Dann ist es eigentlich zu einfach für deine Karte. Nein, überhaupt nicht. Die einfachen Dinge sind die besten. Schau dir mal das an. Boah, also wie willst du das besser machen? Schau her, die Flüssigkeit, die unten wäre, man sieht es ja ganz leicht brodeln, die saugt uns jetzt dieser Quinoa auf. Ganz toll. Ich glaube, das mit dem Quinoa, dass wir unten es hineingeben und nicht dazu reichen, war eine hervorragende Idee, die das Ganze noch einmal aufwertet von dir. Ja, weil du mit der Mascarpone das ein bisschen dann runterrinnt und dann schmeckt der schon ein bisschen besser, weil das ja doch ein bisschen trocken ist. Bin gespannt. Jetzt darf ich erst einmal sagen, ich tue jetzt noch das ein bisschen drauf. Genau. Ein bisschen Pfeffer. Ich glaube, wir nehmen noch ein bisschen Pfeffer dazu. Jawohl, das haben wir ganz. Ich liebe den Pfeffer. Und ich finde es ja richtig, dass man jetzt drauf tun, denn wenn es vorher drauf geben hätte, dann wäre dieses Piperin leider verbrannt. Und das Gesunde hätte man nicht mehr gehabt. So, das also Pfeffer hin. Nie mitbraten? Oder nein, mit das geht ja kaputt. Dann ist halt die gesundheitliche Wirkung weg. Gell? Man hört nur manchmal, dass man das Fleisch vorher pfeffern und salzen soll. Ja, das ist einfach ein Fehler. Das sind die anderen. Also man kann in letzter Sekunde ruhiger Salz hin, weil das kann ja nicht mehr die Flüssigkeit ziehen. Aber pfeffern würde ich immer zum Schluss sagen. Frischer Pfeffer, das ist das, was so richtig gut schmeckt. Und wenn er ermüdet, erniedrigt wird durch die Hitze, dann schmeckt er nicht mehr so. Ich liebe den Pfeffer. Jetzt darf ich mal in erster Linie sagen, Gratulation zu diesem tollen Gericht. Schau doch mal hin. Nein. Da kannst du wirklich nicht schimpfen. Danke, dass du es noch vollendet einmal. Hast mit deinem Wissen. Ja. Doch, wirklich. Vollendet, dass ich ein Grünzeug draufgegeben habe. Nein, mit den Hinweisen und mit der Bereicherung ist noch schmackhafter. Ein bisschen was muss ich ja wissen. Ich habe das eigentlich nur abgenommen, dass das du nicht sagst.
So, jetzt kriegst du von mir ein Buch, Kräuter und Gewürze. Die ersten 120 Seiten sind nur über Kräuter und Gewürze, Wirkung und so ein bisschen, alles Mögliche. Sehr. Und hinten raus gibt es zu jeder Rezeptur ein Foto. Machen wir jetzt, oder? Ich glaube, da sind großartige Fotos drin. Du weißt, Speisefotografie ja. ist eine Wissenschaft für sich. Nur jeder Fotograf konnte es nicht. Es gibt Leute, die können wunderbar Menschen fotografieren, aber essen gar nicht. Ja, ja. Genauso wie Architekturfotografie, das sind auch Spezialisten. Und genau. Bei der Speise ist noch schwieriger, wie es beleuchtet ist, wie es dargestellt wird. Genau. Herzlichst dein Don Cravallo, Don Alfonso. Das lasse ich jetzt einmal liegen. Und jetzt, Alfons, sagen, jetzt probieren wir nochmal. Erst einmal, probieren wir mal, bevor wir so gescheit Ich habe überhaupt keinen Gaberl. Nein, du könntest mir einen Löffel bitte. Im Löffel? Ja, klar. Merkst du? Wie butterweich der Lachs ist, nichts kaputt gemacht. Die ganze Omega-3-Fettsäure, alle wichtigen Dinge sind da drin. Der ist innen sogar noch wunderschön, sagen wir mal, saftig. Du hast völlig recht gehabt, weil ich dachte, man muss ihn vorher, bevor man ihn in den Auflauf dazu einfügt, dass man ihn vorher leicht anbraten muss. Mm-mm. Du hast gesagt, nein, einen wirklich guten Lachs nicht anbraten. Weißt du, ich gebe den Lachs immer bei 80 Grad in den Ofen rein. So für 15, 18 Minuten. Mhm. Und dann ist der, wenn du also mit dem Löffel durchgehst, der fällt er durch wie Butter. Und wenn er angebraten ist, dann wird er immer so hart. Und dann hast du in den Zähnen, zieht es das immer so. Und wenn das der Fall ist, dann ist der Lachs falsch behandelt. Ja, ja, klar. Aber ich finde das. Besser kann man es nicht machen. Mal ganz ehrlich jetzt. Ja, also wenn jetzt die Kamera nicht da war, ich würde sagen, ein Riesenkompliment. Naja. Aus dem Bauch raus. Nein, tut mir leid. Dieses Rezept ist klasse. Aber es schmeckt jetzt noch deutlich, also wirklich anders. Deutlich besser, als ich es gemacht ja, habe. Ja, anders schmeckt es. Deswegen ist es einfach großartig. Danke für diese Zusatztipps. Jetzt darf mich mal interessieren, Thomas, in der kleinen Komödie, ich möchte da schon ewig lang hin, ich muss da mal hin. Ja. Unbedingt. Was gibt es denn jetzt da zur Zeit? Entschuldige, dass ich dich bei einer Sache jetzt korrigiere. Das heißt schon lange nicht mehr kleine Komödie, sondern Komödie im Bayerischen Hof. Entschuldigung. Wir sind nicht mehr klein. Kulpa. Wir sind nicht klein. Wir sind in so der großen Komödie im Bayerischen Hof. So heißt es auch nicht, aber das wäre ja vermessen. Aber wir sind, wie gesagt, das drittgrößte Sprechtheater München, so Super. Groß wie die Kammerspiele. Also, wir haben jetzt gerade abgespielt unser Eröffnungsstück, das war Halbe Wahrheiten mit der Christine Neubauer und mit dem Sigmar Solbach. Super. Vier-Personen-Stück, haben wir auch die Regeln eingehalten, nicht mehr als vier, fünf Personen. Die Quadratmeterzahl der Bühne bestimmt es. In dieser schwierigen, wirklich katastrophal schwierigen Zeit für uns. Und unsere nächste Premiere ist am 4. Das ist Vier Sternstunden von Glattauer, ein Erfolgsautor, wird in Wien gerade gespielt. Wir haben die Rechte für ganz Deutschland, das erste Mal bei uns zu spielen. Wir haben es auf Tournee schon gehabt mit Günther Maria Halmer und mit der super. Janina Hartwig. Also ein besseres Paar dafür kannst du nirgendwo in Deutschland, im deutschsprachigen Raum kriegen. Das ist super. Und es ist ein bisschen ein hölzernes Stück, es ist nicht leicht, es ist nicht einfach, es ist eine völlig neue Art, schriftstellerisch eine neue Art, eine Herausforderung für Schauspieler und fürs Publikum was Großartiges. Und wie kommt man jetzt da drauf, dass man sagt, das soll jetzt der Halmer spielen? Naja, schau mal, bist du die Schauspieler, unsere Schauspieler sind ja alles, wir haben ja die erste Garde der Fernsehschauspieler, der Theaterschauspieler. Das ist wichtig, dass es gibt viele Fernsehschauspieler, die würde ich gern mal haben, die sagen, wir trauen uns gar nicht mehr Theater zu spielen, wir trauen uns nicht auf die Bühne. Ich möchte jetzt da keine Namen nennen, aber man kann das auch verstehen. Und dann schaut man halt, welche Konstellation man für richtig hält oder findet. Dann gibt man es den Schauspielern zu lesen und wenn das dann auf Interesse stößt, was oft nicht der Fall ist, also muss ich wirklich sagen. Also es heißt ja bei uns auch, spielen heißt ja mindestens 4 bis 5 Wochen Proben. Dann muss es ein Stück auf Tournee gehen können. Nur die Tournee finanziert uns das Theater. Das muss man wirklich mal sagen. Die Tournee, wir haben 4 LKWs und fahren deutschlandweit, Österreich, Schweiz. Geht das dann Tournee vorstellen? Das geht alles über. Das ist auch mein Unternehmen. Die Tournee gehört zu uns. Und die Tournee finanziert uns das Theater. Weil wenn ein Stück aber im Theater schlecht läuft, Das kann ich vergessen. Genau. Und jetzt ist natürlich mit den jetzigen Zahlen, sind wir weit weg von irgendeiner Kostendeckung. Also ganz, ganz weit weg. Wir halten es noch gut durch. Aber ich habe jetzt schon ungefähr 1 Million ausgegeben, nur um das Theater am Leben zu halten, Alfons. Da schwammen wir es gleich mal, Obi. Aber dass du so tapfer bist. Danke dir. Ohne Schmand. Wir müssen es aber für die Münchner und für das 100%. Publikum am Leben erhalten. 100%, ja.
Nein, also ganz wichtig. Also ich finde, weil weißt du, wenn jetzt jeder aufgibt und sagt, das machen wir nicht, das bringt eh nichts, wenn ich das schon höre, es bringt eh nichts, ja, dann geht gar nichts mehr weiter. Jetzt muss man Gas geben, jetzt muss man durchhalten, jetzt muss man diesen geistigen Muskelkater, das geistige Sodbrennen, das wir alle miteinander haben, das müssen wir jetzt überstehen und dann kommt irgendwann wieder mal Zeit, wo man sagt, Gott sei Dank, haben wir es durchgezogen, oder? Das sind nochmal so liebenswürdige und so richtige Worte, die du da anwendest oder die du da sprichst. Also, und wenn du jetzt noch uns zur nächsten Premiere also uns die Ehre geben würdest, wäre das Kim großartig. Schon. Ich komme schon. Also ich muss nochmal sagen, es hat richtig Spaß gemacht. Und ich muss noch einmal sagen, wir haben weder getrickst noch sonst gemacht. Die Nummer war 1-1. Die Nummer war 1-1. Bist du der Meinung? Ja, klar. Jetzt schau dir das einmal an. Denn, also da kann ich nur sagen, Hut ab, Chapeau. Du bist ein Talent, nicht nur in deiner Branche, sondern auch was Kochen betrifft. Du hast ein Handtal, ohne dass du es weißt. Das weiß ich wirklich nicht. Also wenn es mit dem Theater nicht mehr gut weiterläuft, engagierst du dich. Dann machst du wieder Konkurrenz, dann habe ich noch einen mehr. Liebe Zuschauer, es war richtig nett. Dankeschön, dass Sie eingeschaltet haben. Danke und ich freue mich schon aufs nächste Mal. Danke, Servus und der Thomas hat das super gemacht. Lieblingsgericht mit Alfons Schubeck wurde präsentiert von Möbel Höffner.